Orphid, ihr blutet. Was ist mit euch passiert? Und mich freut es, euch zu sehen. Habt ihr mein Geld? Kann ich es haben? Das wird sich ganz schnell ändern, solltet ihr mein Geld nicht mitgebracht haben. Ihr blutet. Was ist passiert? Ich hatte es, Benno. Ich hatte euer Geld. Vergesst das Geld auch für das. Wer hat euch das angetan? Hervorragend. Gibt es schon hier. Hat mir gefällt nicht, wie sich das anhört. Meine Vermummung macht euch nervös, was? Oh nein, Lachen. Lachen ist gerade gar nicht gut. Meine Rippen sind ziemlich gebrochen. Ich hatte euer Gold. Ich sagte, ich würde es holen, husten. Das habe ich auch. Aber bevor ich es euch bringen konnte, wurde ich von Schlägern angegriffen. Wo ist das passiert? Was könnt ihr mir über diese Schläger sagen? Ja, natürlich wurdet ihr das. Was hätte auch sonst passieren sollen? Ihr hättet euch töten lassen sollen, auch für die... Ihr hättet weniger durch ihre Hände gelitten, als ihr es durch meine werdet. Wo ist das passiert? Es waren Flüchtlinge, die vor dem Kreuzzug flohen. Ich habe einer von ihnen zugehört. Sie sagte, sie könnte ins zu den drei Fässern zurückkehren. Jetzt da, oh Götter, das tut weh. Das tut wirklich weh. Jetzt, da sie das Gold zum Ausgeben hatten. Zu den drei alten Fässern. Ja, dann fange ich dort an. Geht in den Palast und findet einen Kleriker. Die Straßen sind nicht sicher, insbesondere für jemanden mit in eurem gegenwärtigen Zustand. Dann werde ich mal zu den drei alten Fässern einen Besuch abstatten. Glaubt ihr, ihr werdet jetzt verletzt? Ich werde euch Schmerzen zeigen, wie ich euch noch nie erträumt habt, ihr diebisch Mistkerl. Nehmen wir die Eins. Ihr seid ein guter Mensch, ich danke euch. Ich werde es euch zurückzahlen, ich schwöre es. Ich brauche nur etwas mehr Zeit und etwas Heilung. Verzeiht mir. Ihr sollt das Gasthaus zu den drei alten Fässern nach den Leuten absuchen, die Orphelis angegriffen haben. Aber ihr beide seht wie Händler aus. Hier war doch. In diesem Stand werden selbstgesponnene Teppiche mit verschiedenen Mustern verkauft. Können wir mal kurz gucken, was ihr so habt. I'm sorry. I've no goods left to sell. Tut mir leid, werter Herr. Ich habe keine Waren mehr, die ich verkaufen könnte. Ihr seid komplett ausverkauft. Das Geschäft muss gut laufen. It's just been so busy with the refugees and all. Everyone seems to need twice as much as usual and the crowds... Wait a moment. I know you. You're the hero of Baldur's Gate. Wegen der Flüchtlinge und dem... Und all dem war einfach so viel los. Jeder scheint doppelt so viel wie sonst zu brauchen. Und die ganzen Leute... Moment mal, ich kenne euch. Ihr seid der Held von Baldur's Tor. So werde ich genannt. Obwohl der Titel viel zu hochtrabend für das ist, was ich geleistet habe. Ja, das ist korrekt. Ich bin überrascht, dass ihr so lange gebraucht habt, um mich wiederzuerkennen. Ihr müsst mich mit jemandem verwechselt haben. Nehmen wir mal die zwei. You're the answer to a prayer. I have a bag of money, my day's earnings, to take to my moneylender. She's over by Sorceress Sundry's. I was mugged twice trying to get to her yesterday. Could you take it over for me? I'd be so grateful. Meine Gebete wurden erhört. Ich habe einen Beutel voll mit Geld. Voll mit meinem Tageseinnahmen für meine Geldverleiherin. Sie ist drüben bei allerlei Zauberei. Ich wurde gestern zweimal überfallen, als ich hier zu ihr wollte. Könntet ihr ihn für mich hinbringen? Ich wäre euch so dankbar. Für einen kleinen Prozentsatz der Einnahmen würde ich euer Geld mit größtem Vergnügen überbringen. Ich denke, ich kann euch etwas für eure Mühen anbieten. Held, sagen wir 5 Goldstücke? Wenn ihr nicht mehr zu bieten habt, ich werde das Geld zu eurer Bankerin bringen. Das ist doch mal was. Glaubt, dass der Held von Baldur's Tor Einnahmen für euch herumschleppt? Thank you. Here's the money bag. Please go straight to Sorceress Sundry's. My moneylender works just across the street. Let me know when you're done. Vielen Dank, hier ist der Geldbeutel. Bitte geht direkt zur Zaubererlei. Meine Geldverleihung arbeitet direkt gegenüber. Sagt mir Bescheid, wenn ihr es erledigt habt. 50 Gold gewonnen, oh. Ah ja, 50 Gold ist das, was sie... Wir brauchen Nahrung und einen Unterschlupf. Ich werde es bald erledigen. Danke, Held. Was ist mit dir? Und diese ewige Quälerei. Und dieser... Irgendwo ist Ruhe, nie mal Pause. Und die spricht Deutsch. Es ist schön heute, nicht wahr? Hier steht noch ein Hund. Verdammt und zögerlich, wir kommen niemals an unser... Wir werden niemals an unserem Ziel ankommen. Hund hat nichts zu sagen. Was ist mit Peren? I thought life couldn't get any worse when I lost my home. Let me tell you, that's the sort of thought you should never think.
The gods take thoughts like that as a challenge. Ich habe gedacht, mein Leben könnte nicht noch schlimmer werden, als ich mein Zuhause verloren habe. Lasst euch gesagt sein, dass ihr so etwas niemals denken solltet. Die Götter fassen solche Gedanken als Herausforderung auf. Benötigt einen Schlafplatz hereinspaziert, denn es ist viel Platz. Meine Türen stehen allen offen. Ihr ladet Flüchtlinge in euer Zuhause ein. Das ist bewundernswert. Es kann gefährlich sein, Fremde ins eigene Haus einzuladen. Ihr solltet besser vorsichtig sein. Ich würde ganz sicher keine flugverseuchten Flüchtlinge in meinem Gästezimmer schlafen lassen. Ich schlafe im Herzogspalast. Ich muss von eurer Freundschaft keinen Gebrauch machen. Nehmen wir die zwei. Wir sind moralisch dazu verpflichtet, großzügig und spendabel mit diesen armen Leuten umzugehen, die alles durch die Ausschreitung der strahlenden Dame verloren haben. Generous, open-handed. If we didn't lose everything before, we surely did after we enjoyed your hospitality. Großzügig, spendabel, haben wir vorher nicht schon alles verloren hätten, haben wir es sicherlich, nachdem wir eure Gastfreundschaft genossen haben. Ruhe, ihr Undankbarer, ey. Ich meine, nicht alle Flüchtlinge sind so dankbar, wie sie sein sollten. Egal, ich setze meine Mission der Barmherzigkeit fort. So, das heißt, dass ihr von den Flüchtlingen profitiert, die bei euch bleiben. Ihr profitiert also von hochmotivierten Konsumenten, hey? Dagegen lässt sich wohl nichts sagen. Bettler zeigen nie richtig Respekt. Am besten profitiert man viel von ihnen, so viel von ihnen wie nur möglich. Nehmen wir mal das zweite. Oh ja, er nimmt jedes bisschen, was uns noch bleibt. Kleidung, Schmuck, Plunder, den wir kilometerweit getragen haben. Ganz egal, er nimmt alles und er gewährt jenen, die nichts haben, kein Dach über den Kopf. Wie soll ich denn ohne jegliches Einkommen eine Unterkunft bereitstellen, hm? Euch durchzuführen ist das nicht billig und die Wäsche kosten haarsträubend. Ich muss mich hier wegen nichts schämen. Das stimmt nicht. Diese Leute sind verzweifelt. Ihr nutzt sie aus. Für mich ergibt es Sinn. Ihr müsst ja irgendwie die Rechnungen bezahlen. Ich habe genug Zeit mit diesem Unsinn verschwendet. Ich mache mich auf den Weg. Nehmen wir die zwei. Genau, wen überhaupt sollte ich für meine Taten gelobt werden? Ich hätte meine Tür auch geschlossen halten und niemanden allein lassen können. Stattdessen habe ich diesen Bettler eine Bleibe gegeben. Sollen sich die Leute etwa kostenlos... Soll ich die Leute etwa kostenlos in einem Heim einladen? Bedürftige abzuweisen ist eine üble Tat. Wenn ihr von jenen, die ihr beherbergt, etwas verlangen müsst, seid ehrlich, was die Kosten und die Bereitstellung eures Hauses angeht. Bittet nicht um mehr, als ihr wirklich braucht. Es gibt einige, die genau das vorschlagen würden, aber ich bin keiner von ihnen. Lebt wohl. Wenn von mir erwartet, dass ich mich um eure unbedeutenden Anliegen sorge, das tue ich nicht. Ich werde mich jetzt verabschieden. Sind wir jetzt mal ein bisschen moralisch und nehmen die Eins? Wenn ihr es so ausdrückt, paar, vielleicht könnte ich weniger verlangen. Ein bisschen weniger. Ich muss immerhin Essen für diesen Haufen beschaffen. You call that slop food? Three people up and left last night, figuring they'd have better luck getting a meal at the Iron Throne. And that was after they'd paid you your blood gold. Ihr nennt diesen Fraß Essen. Drei Leute sind gestern Abend aufgestanden und gegangen, weil sie der Meinung waren, beim Eisenturm würden sie noch eher eine Mahlzeit bekommen. Und das war, nachdem sie euch euer Blutgeld bezahlt haben. Wenn ihr diesen Haufen wirklich gesättigt sehen wollt, geht zur Taverne Elfsang und holt mir Fröte von Lady Aleph. Aber wartet bloß nicht, dass ich dafür zahle. Nicht eine einzige Kumpelmünze bekommt ihr. Geht schon. Ich könnte zum Hauptquartier der Flammenden Faust gehen und nach Garachen fragen oder mich zur Taverne Elfgesang begeben, um ihm mehr Lebensmittel zu besorgen. Diese Tür wurde sorgfältig von innen versperrt. Vorne wurde eine kleine Notiz angeheftet. Keine freien Zimmer. Mhm. Also ja, gehen wir mal auf die World Map. Zu den drei alten Fässern ist ziemlich nah. Dann würde ich als erstes dorthin gehen. The Three Old Kegs isn't far from here. There's a pair of Rishemi travelers staying there. Duke Eltan thought you might speak with them. Das Gasthaus zu den drei alten Fässern ist nicht weit von hier. Zwei Rishemi auf der Durchreise übernachten dort. Herzog Eltan dachte, ihr wollt vielleicht mit ihnen reden. So. Wie ihr wünscht. Die Jungs hier sehen aus wie die, die mein Geld haben.
Und Corvin tut mir absichtlich den Weg versperren. Wie wäre es mit einer attraktiven Dame mit den Kugeln um ihren Kopf herum? Nee, sie hat ein Messer in ihren Stiefeln. Herein. Und Rubisch hereinspaziert. Es gibt reichlich Platz zu den drei alten Fässern. Mhm. Mal sehen, ob sie noch vorbeikommen. Okay. Die beiden in der Rüstung mit den Schinkenstickereien sehen nicht so stark aus. Erstmal will ich hier hinter die alte Fässer gucken. Vielleicht wird der Kreuzzug den Weg über die Trollklauenhügel nehmen und als Trollfutter enden. Keep a good distance. Okay, Tom, warum? Was soll ich nur tun? Was geht hier vor sich? Ist der Mann tot? Verzeiht mir, werte Dame, geht es euch gut? Ich meine offensichtlich nicht, aber kann ich irgendwas tun, um euch oder diesem Herrn zu helfen? Ist er tot? Das sieht nach Ärger aus und davon hatte ich genug in meinem Leben. Möge sich euer Glück in Zukunft wenden. Lebt wohl. Ich bin ein Bade und ich schmeichel gern den Damen, also zwei. Er ist mein Cousin, ein Flüchtling. Er kam in die Stadt, um bei mir zu wohnen, aber er bekam unterwegs Fieber. Er war so krank, als er ankam. Er hat nur ein paar Stunden gelebt, bevor er von uns ging. Es tut mir wirklich leid um euren Verlust. Eine wirklich traurige Geschichte, das ist wahr. Könnt ihr mir sagen, wieso er in diesem Karren liegt? Eure Geschichte ist tragisch, aber kaum einzigartig. Es sind schwere Zeiten. Ich lasse euch alleine, damit ihr euren Verlust bedauern könnt. Nehmen wir die zwei. Ich brachte ihn in den Tempel, aber eine Bestattung kostet 100 Gold. Ich habe 15 Gold zu wenig. Wie wenig, dass mein Cousin in einem namenlosen Armengrab begraben wird. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Ihr braucht nur 15 Gold. Hier nehmt, möge es eure Trauer in diesen schwierigen Zeiten erleichtern. Es scheint mir seltsam, dass ein Tempel so viel berechnen würde. Welchen Tempel habt ihr aufgesucht? Ich würde gerne mit dem Verwalter sprechen. Eure Geschichte hört sich nicht glaubwürdig an, Weib. Ihr scheint mir eher aufgeregt als traurig zu sein. Was geht hier wirklich vor? Nichts, was mich interessieren würde. Nehmen wir mal die zwei. In Ordnung, das wird offenbar nicht funktionieren. Ich soll euch wohl die Wahrheit sagen. Der Mann in dem Karren ist mein verstorbener Ehemann. Er war ein saufender Rohling. Das Leben mit ihm war ein Albtraum. Wir stritten uns und ich versuchte wegzulaufen. Er verfolgte mich, ist ausgerutscht und hat seinen Kopf am Herd gestoßen. Das Ergebnis seht ihr vor euch. Ich habe gehört, dass man sich für 100 Gold bei zu den drei alten Fässern um meinen Körper kümmern würde. Da die Faust mit den Flüchtlingen beschäftigt ist, dachte ich, ich könnte damit durchkommen. Euer Schicksal war hart, aber ihr tut euch selber keinen Gefallen, wenn ihr versucht, euer Verbrechen zu verbergen. Wenn es denn wirklich ein Verbrechen war. Das hört sich etwas glaubwürdiger an, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich euch glaube. Das hört sich für mich nicht nach einem Verlust an. Viel Glück mit der Erledigung dieses Mülls. Ich werde mich nicht einmischen und es auch nicht den Wachen sagen. Nehmen wir mal die zwei. Bitte meldet mich nicht. Wenn einer der Offiziere der Flammenfaust meine Geschichte hören würde, einer steht direkt hinter mir, dann würden sie mich mit Sicherheit verhaften. Lasst mich einfach in Ruhe. Ihm verdient es, diesen gewalttätigen Mann los zu sein. Hier nehmt das 15 Gold, beseitigt seinen Leichnam und sprecht mit niemandem über diese Angelegenheit. Ja. Oh, danke, ich danke euch, mein Herr. Ihr habt heute ein jämmerliches Leben als etwas heller gemacht. Ich werde eure Güte niemals vergessen. Wie viel Gold habe ich jetzt noch? 300 Erfahrung. Ich habe eingewilligt, die Leiche im Karren nicht zu melden. Zu den drei alten Fässern, ja. Wir kommen hin zu den drei alten Fässern. Tretet durch die Tür und erlebt eines der besten Wirtshalle, das Ballastor zu bieten hat. Müsst ihr den ganzen Tag draußen nur stehen und rumschreien? Oh ja, die Straßen sind voll mit Flüchtlingen, die eine Unterkunft suchen. Das Gebäude des Eisenbruns bietet all jenen Frühbeln und Unterschlupf, die sich keine Zimmer leisten können. Ich bin hier, um diejenigen, die es können, wissen zu lassen, dass das zu den drei alten Fässern eine hohe Qualität zu einem fairen Preis bietet.
Dieser Kreuzzug ist zwar schlecht für die Schwertküste, aber für uns ist er ein Segen. Die Arbeit würde dir doch etwas ermüden. Ich frage mich, ob ich euch um einen Gefallen bitten könnte. Ihr könnt fragen, aber ich mache keine Versprechung. Ich schreie draußen schon seit Stunden rum. Meine Stimme lässt langsam nach. Könntet ihr, wenn ihr reingeht, Katera darum bitten, mir ein Getränk hinauszuschicken? Was springt für mich raus? Mein Dank, ihr erwartet doch keine Bezahlung für ein paar Sekunden Arbeit. Es ist meine Gewohnheit, das Beste zu hoffen, aber das Schlimmste zu erwarten. Ich werde für euch mit dem Dienstmädchen reden. Danke, sie ist irgendwo da drin. Normalerweise im Erdgeschoss, glaube ich. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich sollte mit Katera im Gasthaus zu den drei alten Fässern sprechen.